Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Factorio. Und ja, wie ihr erstens seht, es wird Kupfer hier drin gelagert, was nicht so geil ist. Dann ist das erstmal kein Problem, weil wir werden gleich Kupfer noch verarbeiten. Dann habe ich angefangen, hier so ein paar Sachen, die ich so random irgendwo hingesetzt hatte, hier mit hinzupacken. Und davon habe ich auch jeweils jetzt eingebaut und auch schneller gemacht, weil meine Munition nicht nachkommt. Und was ich auch noch gemacht habe, weil hier Kupfer hinkommt und ich dachte, shit, die Viecher, ne? Shit, wir haben eventuell irgendwann demnächst oder so keinen Platz mehr. Habe ich angefangen, einfach mal nochmal ein Lager da drüber zu bauen. Und jetzt ist es angekommen, dass wir keine Green Circuits mehr haben. Wir brauchen Green Circuits. Und das machen wir jetzt. Wir wollen uns natürlich auch noch die Kanonen angucken. Ich habe hier auch 14 Stück im Inventar, weil ich die abgebaut hatte halt und hier hingepackt habe. Und was ich auch noch gemacht habe, ist einerseits hier oben Öl, das Ding einmal noch verdoppelt und nochmal rüber gemacht. Dann bin ich hier gerade bei, die leer zu pumpen, die Teile. Weil ich mir überlegt habe, das alles wegzumachen und nur noch die hier zu lassen. Das in der Hoffnung, dass das hier schneller alles rüber geht und so, dass sich nicht groß verteilt. Dann, ja, wie ihr seht, die Teile stauen sich auch langsam. Jetzt habe ich angefangen, da auch noch Treibstoff rauszumachen. Und, ja, da seht ihr auch, das wird auch langsam voll. Da müssen wir auch nochmal gucken, was wir damit machen. Und was ich auch gemacht habe, ist eventuell ein großer Fehler gewesen, aber, ihr seht, hier blinkt alles. Ich habe alles in der, also in unserer jetzigen Base, nicht was wir neu gebaut haben, aber jetzt eben Base gesagt, alles soll zu Blue upgraded werden. Und ich habe die Blue-Teile hier gesagt, dass die, also die Kiste kann komplett voll gemacht werden. Da auch deutlich mehr und hier auch ein paar mehr, also auch deutlich mehr. Ich glaube eine ganze Reihe jeweils jetzt. Dann habe ich noch einmal die Akkumulatoren. Noch mal eine Reihe reingesetzt und ihr seht, jetzt haben wir mehr als genug hiervon. Und Solarpanel, das heißt, da können wir demnächst anfangen, die wieder zu platzieren. Und ja, und ich habe hier eine Kiste mit Batterien gemacht, dass die da reinkommen. Ja, das war glaube ich so gut wie alles, was ich gemacht hatte. Jetzt wollen wir uns erstmal um die Greens kümmern, weil wie gesagt, das ist jetzt Priorität Nummer 1, weil wir haben echt Probleme langsam. Und das machen wir einfach ganz einfach. Und da werden wir uns auch nicht so lange mit aufhalten. Und zwar nehmen wir uns einfach dieses Gerüst hier. Wir können das ja gleich gespiegelt nehmen, ne? Das hier. Und packen das. Ich weiß nicht wo genau hin, aber dahin. Dann einmal der weg. Das ist ja auch einmal kurz weg, weil ist so. Jetzt ist natürlich das Problem, dass das alles auf Blau upgrade wird. Können wir sagen, alles was blau ist, einmal zu Rot. Das überall. Blau zu Rot und Blau zu Rot. Weil das haben wir auch gerade nur hier. Zack. Wunderbar. Und schon sieht das doch schon mal besser aus. Okay. Dann. Ah ja, was wir übrigens auch haben, ist, dass unsere ganzen Moduldinger alle voll sind bis oben hin. So, dann machen wir einmal die alle da rein. Das sieht doch schon mal gut aus. Das wird die, im Endeffekt, die Endkiste. Das können wir ab hier schon trennen. Das brauchen wir ab da nicht mehr, wobei, eigentlich wäre schlau, wenn ich das jetzt gerade noch lasse, damit ich
das hier machen kann. Ich will aber die Türme und so halt eigentlich nicht mit haben, ne? Egal, wir platzieren es jetzt einfach einmal so. Das hier raus. Jetzt können wir das hier nochmal. Nehmen wir ab hier unten. Zack. Und nochmal dahin. Dann hätte ich das gerne eigentlich noch einmal an der Seite. Aber das wird zu eng. Aber was wir machen könnten ist, wir nehmen uns diese Seite hier. Ja, muss ich ein bisschen nachbessern dann, aber das ist fein. So. So eventuell, ne? Zack. Zack. Ja, wobei, wir sollten das wenn ja schon volle Symmetrie machen, ne? So. Das heißt, ihr geht hier weiter durch. Zack. Du kannst auf jeden Fall hier enden. Du musst weitergehen. Dann kannst du aber hier schon enden. Und du bist da eigentlich fein. Dann würde ich gerne einmal den hier machen. Und den? Oder wir machen. Ich glaube, das machen wir so. Wir schneiden das hier nochmal aus. Und packen es einen näher ran. So. Kann ich doch hier genau den dazwischen setzen. Ne, genau. Dann schneiden wir eben nochmal alles einen aus und rücken das alles noch ein Stück weiter rüber. Warte, ich habe nicht ausgeschnitten, ne? Genau. So, das hier. Einmal ausschneiden und dahin rüberrücken. Aber der kommt natürlich dahin. So. Sehr schön. Wegen diesen Teilen hier. Damit wir da auch Kupfer vernünftig rein transportieren können. So, dann würde ich das nämlich hier so machen. Zack. Und zack. Dann geht der einmal dahin. Einmal da. Hier das gleiche Prinzip. So. Und ein bisschen rausziehen. Okay. Wobei einer reicht eigentlich daraus. So. Das sieht ja schon mal gut aus. Hier holen wir uns auch einen raus. Jeweils. Und das ist auch schon mal okay. So, dann kann das hier nämlich auch weg. Zack, weil bis dahin brauchen wir es ja nicht. So, und dann brauchen wir. Ja, der kann eh relativ weit weg. Dann brauchen wir da eine. Da eine. Ich sag hier was vor Symmetrie. Aber ganze Ding ist einfach ein zwei nach unten. Das hier einmal nehmen. Zack. Und ein höher setzen. Ja, gut, das da, damit kann ich leben, das ist okay. So. Dann wollen wir hier. Genau wie hier.
Ja, doch, müssen wir ja so machen, ne? Hm. Könnte man wahrscheinlich auch schlauer lösen. Nehmen wir einen Dreier. Ey, egal, wir lassen es erstmal so. Wir gucken, wie es funktioniert. Wenn es gar nicht funktioniert, dann ändern wir das natürlich nochmal. So. Können hier auch doppelt gehen, ne? Machen wir das? Ne, haben die Roboter viel zu tun, glaube ich. So. Dann will ich jetzt hier Lagerkisten. Ich hoffe, dass zwei reichen. Oh. Ne, Greens. Zack. Machen das so. Dann hängen wir hier nämlich auch nochmal einen dran. Dann die da alle in die Kisten jeweils. Zack, zack. Dann wollt ihr Strom haben, das ist auch okay für mich. Kann man mit arbeiten. Dann brauchen wir euch raus. Das können wir aber auch ganz simpel machen, indem wir Kupfer anfordern. Sagen wir mal 2000. Dann kopieren wir das und fügen das damit ein. Und zack. Und dann kopieren wir das so. Fügen das da ein. Fügen das da ein. Da machen wir das gleiche Prinzip so nochmal. Zack. 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 So, das heißt, Kupfer kommt schon überall rein. Hier fordern wir Iron an. Richtig. Da muss ich jetzt so manuell nochmal kurz nachgucken. Ja. Da fordern wir aber auch. Da haben wir auch 2000 an. So und so. Machen wir da noch einen zwischen. Zack. Und kopieren uns die ganze Schose. Müssen wir gar nicht kopieren. Zack. So. 12.000, das sind nicht mal alle jetzt gerade unterwegs jetzt, ne? Das ist so krass. Eventuell tauschen wir die gegen diese aus. Ich meine, hier ist fein, aber machen wir auch nochmal. Weil wenn das einmal richtig anläuft, dann kann sein, dass diese kleinen Dinger das nicht ausreicht dafür. Und die stapeln das ja deutlich besser. Ja, und jetzt ist das Problem, dass wir da auf diese Teile warten müssen. Aber die sollten eigentlich, sollten wir davon schon relativ viele wieder haben. Hier. Oh nein, hier fehlen die Montagemaschinen. Das ist aber okay für mich. Okay. Warum auch immer die fehlen, aber. Es ist so. Aber damit kann ich leben. Weil wir bauen die auch nur hier, ne? Und hier fehlt es an. Iron Gears. Mir fehlt Eisen. Wir machen das anders. Also wir lassen das da hinten natürlich auch noch herstellen. Zack. Das ist eigentlich alles, was wir anfordern können. Bis auf die Montagemaschinen. Die, glaube ich, können wir nicht anfordern. Aber die sollten ja auch nicht das Problem sein. Zack. Und da kommt die hin. Und da brauchen wir wieder Green Circuits für. Überall braucht man die für. Okay. Wunderbar. Dann haben wir das soweit. Das ist übrigens mein Prototyp, den ich am Anfang gebaut habe, womit ich die überall hin platziert habe, die Teile. Und das sieht gut aus. Das ist red, aber das wollen wir uns gar nicht angucken, groß. Wann fehlt es denn hier? Ja, Greens. Warum? Oh.
Ah, okay. Doch, ich wollte sagen, hä, habe ich das nicht mit angeschlossen? Aber doch, habe ich. Es ist einfach nur, es fehlen die Grünen an sich. Die produzieren wir jetzt ja. Eigentlich. Also bald hier. Wenn die ganzen Teile hier mal fertig sind, dann. Das sollten wir eigentlich auch upgraden. Aber wir sollten jetzt erstmal hier drauf warten, bevor wir das upgraden. Problem ist, es kann sein, dass er jetzt erst die anderen Sachen auch upgraden will und sowas. Das ist ein bisschen doof. Weil ich bestelle mir aber welche, weil dann werde ich priorisiert und ich kriege die Dinger eher. Zack. Machen wir mal so. Wunderbar. Da habe ich schon ein paar. Und die verteilen wir jetzt hier. Zack. Plup, plup, plup. Ja, puh, ja. Ja, doch, das geht relativ schnell. Weil die Montagemaschinen kommen halt nicht an, ne? Warum kommen die auch nicht bei mir an? Weil ich mir auch... Oh, bin ich hier reingekommen. Okay, das sollte eigentlich ganz kurz nur darum gehen, aber irgendwie... Okay, das ist doch alles länger als gedacht. Ja, weil ich auch über die anderen bestelle und die kommen natürlich auch zuerst bei mir hin, ne? Aber ist fein. Ja, meine ganzen Lagerkisten werden auch immer direkt weggesnackt hier. Zack. Fehlen noch welche, ja. Aber im Endeffekt ist ja eigentlich okay, weil es wird ja alles fertig gebaut. Weil dann würde ich jetzt nämlich mir ein Blueprint schnappen. Einmal das Teil, so wie es ist, kopieren. Ich weiß nicht, wie das mit den Teilen ist. Wir lassen sie mal kurz weg. Das hier auch. Das auch. Und ich brauche eigentlich nur die Roboports in der Ecke, um mich so ein bisschen zu orientieren. So. Und der denn dahin, ne? Oder drehe ich den nach oben? Im Endeffekt ist ja eigentlich shitty goal, ne? Im Endeffekt ist das shitty goal. Ich glaube, wir drehen es nach oben, weil ich habe jetzt rechts diese Kisten und wir haben rechts auch noch mehr am Roboports und... Ah, egal. Wir machen es so, dann gucken die sich an. Ah, wobei, nee, warte. Wir machen das doch nicht so, weil dann ist das nämlich symmetrisch mit dem, weil die roten auch quasi symmetrisch sind. So. Das sieht doch gut aus. Oh, was ist hier denn los, Alter? Das sieht so geil aus, wenn alle hier rumfliegen, ne? Was haben wir denn gerade available? Wir haben immer noch so viel, ne? Das ist so krass. Warum habe ich denn die nicht upgegradet? Du bist auch grün, ne? Ja. Weird, das heißt, hier haben wir auch nochmal einen, der nicht upgegradet ist. Die hier. Ich kann überlegen, ob wir hier auch grüne mit reinpacken, aber wofür ist die Frage. Wofür? So. Da habe ich schon 42 Stück von. Das ist geil, aber wir lassen die mal eben direkt umwandeln. Weil wir können auch noch mit Beacons und so arbeiten. Ich habe Beacons übrigens auch mit reingepackt, auch wenn ich die wahrscheinlich nicht zwangsweise benutzen werde oder so, aber ja. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn wir dann alles upgradet haben, ob wir dann greenmäßig im Plus sind oder nicht.
Und danach müssen wir uns auf jeden Fall hier auch um Blues kümmern. Problem ist, da brauchen wir auch noch Schwefelsäure. Die müssten wir hier hinholen oder halt in Fässer transportieren und hier hinbringen. Eventuell machen wir das dann mit Fässern, aber gucken wir dann mal. Ist jetzt noch nicht so wichtig. Ach ja, und ich habe übrigens die Forschung abgebrochen, weil ich wollte jetzt erstmal. Ich brauche auch so viel, ne? Haben wir noch irgendwas, wo wir keine gelben für brauchen? Nee, ne? Ja, wir brauchen da halt auch die Blue-Dinger für. Das ist halt ein bisschen doof, aber. Dann brechen wir erstmal noch ab. Weil Blue ist halt momentan das einzige da hinten, was wir haben. Und dann. Das ist halt doof. Aber gut, wir wollen uns jetzt erstmal um dieses wunderbare Ding kümmern. Wir packen das mal dahin und gucke mal, was möchtest du denn als Ammo haben? Haben wir davon irgendwas? Möchtest du das? Nein. Können wir gerade nochmal bla bla bla. Da ist jetzt nur die Frage, was für Munition möchtest du haben? Möchtest du das? Artilleriegranaten, das hört sich doch ziemlich gut danach an. Sprengstoff, Explosions, Kanonengeschoss, Kunststoff, Stahl, Sprengstoff und dafür brauchen wir gar nicht die, okay. Das heißt aber Radar, machen wir Radars eigentlich? Weiß gar nicht, aber eigentlich haben wir irgendwie immer Radars, aber ich weiß nicht, ob wir die herstellen. Ja, 113. Wir machen Vorsicht, habe ich hier auch nochmal eben einmal Radar mit rein. Zack. Radars. Zack. Okay. Das heißt, wir werden Rakete. Ich denke, Artilleriegranaten hört sich danach an, nach dem, was wir brauchen. Das heißt, Radar machen wir jetzt. Explosionsdinger und Sprengstoff. Das heißt, wir müssen erstmal Sprengstoff an sich herstellen. Das hatten wir ja letztens schon mal geguckt. Dafür brauchen wir nämlich Schwefel, Wasser und Kohle. Das können wir alles oben bauen. Da brauchen wir Chemiedinger. Dann holen wir die doch mal. Okay. Cool ist auch nicht das Problem. Übrigens habe ich mir auch überlegt hier, das mit den, dass wir auch mal ausgehen, einfach sein zu lassen, weil dieser Brennstoff so lange braucht, wie ihr seht, einfach auch komplett alles voll ist damit. Und wir immer noch, okay, lange nicht mehr noch 1100 davon haben, also. Uiuiui. Ihr seht nämlich, die Dinger werden stärker und das ist super annoying. Das ist super nervig und das macht keinen Spaß. Zack. Und da nochmal welche hin. Okay. Dann haben wir die Teile schon? Ja. Okay, was brauchen wir jetzt nochmal? Kohle, Schwefel und Wasser. Wasser sollten wir eventuell eine neue Pipe für holen. Schwefel, wie ihr seht, stackt mittlerweile auch. Und Kohle. Das können wir eigentlich sonst alles hierher holen. Jawohl, guck mal, die sind jetzt sogar auch voll bis oben hin. Das heißt, die Dinger können sogar echt zu Greens upgraden, ne? Ah ja gut, der ist der einzige, der gerade produziert. Ich würde mir hier was abzweigen gerne. Aber eventuell vorher schon. Zack. Hier haben wir auch durch Wasser hier, das ist ja eigentlich perfekt. So. Wir wollen Sprengstoff. Wir müssen noch Kohle dazu holen. Das heißt, den würde ich eventuell auch wieder ein Bell zusammenführen.
Da dann Kohle und Schwefel. Dann haben wir da eine Anforderungskiste. Holen uns dann auch so einen Grabscher einfach mal direkt. Und sagen, wir möchten gerne 2000 Kohle hier. So, Wasser. Ist fein. Ich würde gerne wirklich so machen, dass wir das hier langziehen dann. Und das heißt, ich würde das Wasser demnach dann wieder so machen. Da ich das gerne in einer Linie hätte damit, würde ich den aber noch kurz wegmachen wieder. Und da den ersten hinpacken. Dann ist die Sache... Ja, wir kriegen es dann noch raus. Wunderbar. Zack. So. Machen wir das so. Dann würde ich das gerne hier hinbringen. Wobei ich damit bis hierhin gehe. Und bis dahin. Dann machen wir den hier. Und hier machen wir den hier. Ich habe keine blauen Dinger mehr. Ja, wir haben auch ziemlich viel gebaut, ne? So, hier würde ich dann aber demnach auch das hier machen. So. Dann können wir das Wasser hier einmal langziehen komplett. So. Was falsch? Der hier weg. Und der hier lang. Dann einmal. Achso, da muss ich natürlich auch noch das Ding eben einmal machen, ne? Sind da welche unterwegs? Nein. Warum nicht? Da fehlen bestimmt auch die, die Gears und sowas. Das heißt, die sollte ich auch mit hier hinten reinpacken. Probier mit denen einmal. Füg die erstmal hier so ein. Dann einmal das Teil. Dann die roten. Die blauen. Und mir ist auch die ein Stack. Wieder. Und die hier. Ich weiß nicht, ob man sie braucht, aber. Zack. Zack. Zack, zack. Okay. So, dann haben wir hier den Filterarm. Hier den. Den können wir auch direkt auf 2 machen. Hier den lilanen. Hier den blauen. Also ich glaube nicht, dass man das zwangsweise machen muss, so wie ich das jetzt mache, aber... Wir machen davon mal 4, weil die brauchen wir echt ziemlich oft. Hier machen wir auch 2 von. Aber du bist rot. Und du machst auch 2 Stacks, weil davon brauchen wir öfter welche für die anderen noch. Ja. So weit, so gut, ne? Eisenplatten fehlen, okay. Das kann ich ja eben gerade einmal kurz manuell ändern. So.
zack, 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 zack. Das ist aber so fein, weil jetzt gehe ich mit denen, die ich jetzt habe, einmal kurz hier hin, lass die kurz machen. Und dann haben wir jetzt schon keinen mehr. Aber sie werden jetzt hergestellt. Und die haben schon wieder aus, was zerstört wird. Ja. Darum kümmern wir uns halt auch langsam jetzt, ne? Langsam aber sicher kommen wir da hin. Zack, zack. Oh, Beacon brauche ich nicht unbedingt wegpacken. Achso, ja. Warte, ich hänge irgendwo fest. Irgendwo im Wirrwarr hier. So. Dann können wir jetzt endlich die Teile hier rausholen. Zack. Und hier weiterführen. Und die dahin packen. Und da sagen only das Zeug da rein. So. Wunderbar. Wir produzieren jetzt schon mal den Sprengstoff dafür. Das heißt, als nächstes brauchen wir explosive Kanonendinger, Kunststoff, Stahl, bla bla bla. Und hier Radar und die Dinger dann. Die machen wir aber auch beim Lager direkt. Würde ich einfach sagen. Dann sage ich hier, machen wir das Teil. Das forderst du hier alles an. Du machst die Dinger. Und hier machen wir die Artilleriegeschütze. Du forderst die Sachen dafür auch an. Zack. Und die Artilleriegeschütze würde ich eventuell nicht limitieren. Kann man hier reinmachen? Nein. Warte, was warst du? Was die grünen Greifarme. Ups. Okay, das ist der Knopf gewesen. Okay, da wo es geht, machen wir die Teile einfach mal rein. Zack, geht nicht, okay. Die brauchen wirklich ziemlich lange, beziehungsweise die brauchen ziemlich lange. Darum werden wir einfach die auch reinpacken. Und ja, das heißt, wir können Artilleriegeschütze dann benutzen. Oh, ja gut. Ah, darin kann man die stacken. Das ist fein. Warum kann ich die denn da drin stacken, aber in Kisten nicht? Das ist ziemlich belastend. Dann machen wir da nämlich eine aktive Anwiderkiste raus. Ganz einfach. Dann, ich weiß, es kann ein Fehler sein, wenn wir das machen. Aber ich möchte das Ding natürlich auch einmal in Action sehen, so wie ihr. Und deswegen gehen wir einmal hier hoch. Weil das Camp nervt mich schon lange. Und jetzt bauen wir hier mal unsere Kanone auf. Packen die Muni da rein. Er dreht sich. Bam. Finden die, glaube ich, nicht ganz so geil. Ah, und deswegen Radar, weil wir dadurch auch sehen, wo die Dinger hinfliegen, wie auch immer. Dann machen wir doch hier einfach mal eben eine, so eine hin.
Mit einem. Machen wir das dahin. Mit einem. Entschuldigung, hätten sie noch ein bisschen Munition für uns. So 10 Stück können auf jeden Fall rein in die Kiste, würde ich sagen. Und 8 davon sind auf dem Weg. Und jetzt wird nochmal richtig schön geballert. Bam. Das Teil ist geil. Und jetzt stelle ich mir das halt mit deutlich geiler Form mit ganz, ganz, ganz vielen Kanonen. Und man kann die auf den Zug stellen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn ich die auf den Zug stelle, die Kanone, kann ich denn den Waggon voll machen mit Muni? Stack die Muni da? Okay, wir haben glaube ich nur noch eins vor uns da. Okay, wir müssen noch kurz auf Muni warten. Ist was unterwegs? Nee. Doch, er schießt gleich wieder. Und bam! Okay, da ist noch einer. Er macht aber One-Shot die Dinger, ne? Das finde ich ziemlich nice. Okay, dann sammeln wir das mal eben ein. Und den Rest können wir eben hier kurz zu Fuß erledigen. Zack. Alles weg hier. Wunderbar, dann nervt das jetzt erstmal nicht mehr. Das ist ziemlich geil. Aber wir müssen halt erstmal Muni, Muni, Muni machen. Und das ist ordentlich was. Und dafür brauchen wir ordentlich viel Sprengstoff. Aber das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Nö. Nee, du, ist gar nicht so schlecht. Ach, guck mal, packen wir die auch noch rein, weil das schon relativ schnell geht. Ich denke, dass das okay ist, wenn wir das so machen. Ja, das heißt aber erstmal da abwarten und Tee trinken, bis wir da noch das ein oder andere Munitionchen dazu haben. Und dann würde ich sagen, können wir dann Artilleriefeuer loslassen. Da sollten wir natürlich aber auch mehr als genug Muni dann für haben. Also, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich so auf 1000 oder noch was Munition da warten, chillen, wie auch immer dann. Das dauert halt doch schon eine gewisse Zeit hier. Eventuell sollten wir auch das hier einmal da auch nochmal hinsetzen. Einfach nur, dass der wirklich durchgehend laufen kann. Weil er braucht 4 Stück und da ist schon ein gewisser Buffer dazwischen, den er hat. Wir machen den mal eben kurz auf 0. Weil da würde mich jetzt interessieren, wie hoch das stacken kann. Weil wenn die auch nur so bis 10 oder sowas gehen, dann würde ich die halt auch komplett freilassen, dass die halt so hoch gehen können, wie du wollt, ne? Zack. Elf, okay. Geht auf jeden Fall höher. Wisst ihr was? Einfach nur für das Vergnügen machen wir das einfach komplett offen. Und hier sagen wir mal, jo, 10 Stück ist fein. Ja, das heißt, wir produzieren jetzt erstmal schön in Ruhe. Und ich meine, sie stacken zwar nur bis 1. Können wir mal gucken, ob wir die irgendwo finden. Vielleicht auch, wenn die transportiert werden, dann stacken die höher oder so, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt 13 Stück. Da ist halt nur die Frage, wo sie die hinbringen, ne? Wie wird das angezeigt? Vielleicht, aber wahrscheinlich dann nicht auf meinem Bildschirm. Also bin ich nicht so weit, dass ich alles sehe. Aber hier ist noch irgendwo was. Ja, übrigens habe ich hier auch, falls ihr das noch nicht gesehen habt, Filterdinger gemacht, dass wenn nochmal Roboter im Lager landen, warum auch immer sie das tun, dass die dann da benutzt werden.
Da liegt die Pistole drin. Ja, was wir auch machen könnten, ist, wir können hier sagen, hier darf nur die Muni rein. Können wir nämlich hier einmal so 5 Reihen oder sowas komplett sagen, nur die Muni. So, zack. Hier unten habe ich jetzt nichts gefiltert. Dann darf ich mich nur hier rein. Wie viel haben wir davon denn jetzt? 26. Das heißt, wenn die wirklich nur bis 1 stacken, ist irgendwo sollten 28 oder so drin sein. Hier sind auch noch Türme, das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier unten hatte ich auch, auf einer Seite waren noch Lasertürme, auf der anderen Seite nicht. Deswegen, eigentlich müssen die halt, sind halt useless, weil ich den Platz da eher brauchen kann für Lagerkisten. Auch wenn ich nicht denke, dass wir das so schnell voll kriegen sollten. Dann haben wir auch noch einen Turm. Ja, aber das ist nur ein. Ah, die kann ich. Da kann ich drauf verzichten, auf die paar. Mich würde trotzdem interessieren, wo die Muni drin ist. Also, vielleicht bin ich auch blind und hab's übersehen. Das kann auch sein. Aber. Habt ihr die gesehen? Ich würde halt interessieren, wie weit die stacken. Deswegen. Das wäre relativ interessant und wichtig. Wir haben jetzt 36, 48. Wenn die wirklich nur auf 1 stacken, ist ja 48. Ich meine, vielleicht sind die auch irgendwo hier hinter so einem Roboport oder so, denn dann sieht man die natürlich auch nicht direkt. Aber. Ich versuche alles so ein bisschen abzuscouten, aber. Ich sehe die nirgends. Die sind ja im System und das sind ja auch hier Dingsanbieterkisten. Das heißt, die werden ja auch automatisch ins Lager gebracht, die Sachen. Oder irgendwo Lagerkisten, die nicht deklariert sind, dass sie die dahin bringen. Das kann natürlich auch sein. 44. Eigentlich ist das dann immer gehighlightet, welche, wo die hingehen, aber ich glaube, das ist nur, wenn du was anfragst an Sachen. Da haben wir einfach 169 Lasertürme drin, what the heck. Okay, aber gleich müssten die irgendwo hier reinkommen dann. Wenn sie ja wirklich nur so weit stacken. Wir haben jetzt 48, das heißt, jetzt dürfte die, wo auch immer sie hinbringen, die Kiste voll sein, 49. Okay, das heißt, sie stacken auch hier drin nur bis 1. Das ist fein. Das ist jetzt nicht so geil, aber das ist fein. Kann ich irgendwie so machen? Das hier so machen und dann sind jetzt. Sind alle damit? Ja. Dann machen wir das mal so. So. Einmal hier so lang. Dann einmal hier so lang. Zack. Dann können wir das hier nämlich komplett benutzen als Lager dafür. Wenn die nur bis 1 stacken, ist halt echt ein bisschen mau. Aber so ist das halt, ne? Kann man ja nichts daran ändern. Dann müssen wir nämlich als nächstes gucken, wie jetzt unsere Greens langsam aussehen. Ist fein. Fein, fein. Plastik sieht auch gut aus, Alter. Dann ist nämlich jetzt als nächstes dran, dass wir hier Blues machen. Und dafür machen wir eben einmal. Hätten wir hier noch einen so irgendwo dazwischen offen, ne? Genau. Du machst leere Fässer. Zack, zack. Und davon auch gerne ein ganzes Teil. Was sind die denn jetzt? Das sind die vollen.
Ich meine, so können wir auch Wasser und so transportieren, aber Wasser und so möchte ich eigentlich relativ ungern damit transportieren. Da, leere Fässer. 10. Ich weiß nicht, wie weit die stacken, deswegen. Okay, bis 10. Das sind 48. Das ist fein. Das ist okay. Dann gehen wir einmal zu unseren Blue-Dingern hin. Wobei, wir brauchen dafür Schwefelsäure. Wie sieht das denn hier oben aus? Wir produzieren doch hier voll über, oder? Wird ja nicht alles benutzt, was wir hier haben. Aber wir haben eigentlich auch nicht wirklich Platz, um da noch. Der Plastik ist halt komplett voll, ne? Zack. Könnten das hier rüberziehen und das denn hier machen, die Verpackungsanlage. Ich glaube, das ist okay. Zack. Haben wir denn überhaupt noch irgendwo Radare? Ja, da, okay. Was ist der da raus? Zack. 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 Und dann wollten wir hier Greens, Blues machen. Das heißt, wir machen einmal das Teil. Sagen hier, du lernen. Nee, erstmal befüllen müssen wir das hier mit Schwefelteil. Das heißt, wir machen das Ding so rum. Machen da eine Lagerkiste dran, da eine Anbieterkiste. Sagen so und so. Du lagerst das Zeug. Du fragst danach an. Was jetzt natürlich doof ist. Und cutten das eben einmal. Dann müssen wir nämlich nicht da hochlaufen. Und dann können wir gucken, wie viel wir da wirklich für brauchen. Packen das dahin. Dann machen wir das nämlich so, weil den können wir notfalls erweitern. Das Teil. Okay. Zack, zack. Wir können das jetzt eben einmal. Wir machen direkt erstmal 2 schon. Oder 3. Machen wir 4. Dann haben wir die Reihe da voll. Okay, es werden jetzt leere Fässer angefordert da. Das ist actually fine, weil dadurch haben wir im Endeffekt irgendwann ziemlich viele leere Fässer auch im System. Dann brauchen wir hier natürlich jemanden, der die ausleert. Das heißt, wir fordern dann diese Fässer an. Sagen, du machst das da rein. Dann würde ich jetzt gerne. Oder haben wir einen dabei? Kann man den rausschmeißen und wieder automatisch. Dann hätte ich gerne einmal ein Filterstapel-Dingsy. Ich glaube, ein normaler Filter würde mir reichen. Ich habe sogar einen. Der geht dahin, du. Wobei, das ist. Im Endeffekt können wir auch das so machen. Weil. Das da. Weil. Er kann ja die Flüssigkeit an sich ja nicht rausziehen. So, das Teil packen wir mal irgendwo in die Ecke oder so. Dahin erstmal. Ich weiß halt auch noch nicht, wie gesagt, zack. Wie viel wir benötigen dafür, ne? So, wir haben. Können das ja auch so machen. Wir haben das Teil. Wir wollen die machen. Das heißt, eine Seite ist damit. Dann würde ich gerne ein Belt haben, wo ich dann sage, das machen wir so. Mit jeweils einer Anbieterkiste. Die Sachen bestelle ich jetzt aber noch nicht, weil. Ich weiß noch nicht genau, wie es hier stehen hat. Die jeweils die Teile bestellen. Und dadurch haben wir ein Belt damit.
Das geht hier rein. Und dann geht es hier raus. Das heißt, wir haben hier den Output. So. Da hinten können wir die Rohre dann verteilen, wie wir wollen. Das heißt, ich möchte das Ding erstmal haben. Würde ich hier vielleicht den ersten direkt hinpacken. Wir machen davon erstmal eine ganze Reihe. Den lassen wir vielleicht erstmal weg, weil da ist was im Weg halt. Ist doof. Dann kopieren wir uns das Ding. Drehen es einmal und packen das dahin. Jetzt ist aber die Sache, dass wir die Teile jeweils drehen müssen. So. Zack. Gedreht. Dass wir die Teile halt hier drauf legen, weil das ist ja am Ende unser Output für die ganzen blauen Teile. Ich kann die da wirklich sogar lassen, den Output, ne? Weil wir werden keine Zweierreihen das entleeren können. Dann möchte ich sogar noch kurz einmal cutten. Und so setzen. Muss der da wieder hin. Dass wir eine schöne. Dass sie schön gegenüberstehen. Zack. So, hier der zweite. Das ist auch fein, dass sie so ein bisschen versetzt sind. Das sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Zack. Kommt, da ist noch einer hin. Heißt, rein in der Theorie könnten wir das jetzt kopieren. Und es hier inskalieren. Also noch einmal setzen quasi. Dann noch einmal. Und noch einmal. Rein theoretisch wäre es möglich. Da ist jetzt aber die Sache, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir davon genug haben, um... Oh lol, das passt ja sogar echt nice hier. Zack. Kann ich hier nämlich das überall so machen? Ja, okay, bis auf hier. Zack. Aber hier könnte ich auch einmal kurz hier so rüber gehen. Wenn wir das überhaupt anschließen, das ist halt eh die Sache, ne? Machen das aber so, dass es hier das halt einfach anschließen können, indem wir ein Rohr setzen. Zack. Zack. Die sind verbunden, ne? Genau. So. Werden erstmal nur eine Reihe anschließen und dann gucken. Und wir werden auch nur einmal die Dings anschließen. So. Zack. Dann machen wir den jetzt. Ja, bei dir hätte ich eigentlich schon Lust. Also die Doppel, dass ich das doppelreihenmäßig anschließe. Mal gucken. Dann gehst du hier auch raus. So, was haben wir hier für 1. 2, 3, 3, 4, 4. Perfekt, das ist genau die Mitte. So. Zack, zack. Dann den einmal kopieren. Der kommt. Ja, kann man beide reinmachen, das ist das Problem, ne? Aber der war so, glaube ich, geplant, ne? Genau. So. Dann bist du, sagen wir Greens. Sagen wir, ja, 200 ist eigentlich okay. Du bist Red, 200, auch fein. Wir kopieren das. Wir fügen das schon mal überall ein, weil das kann sich ja ruhig stauen. Aber wir werden es erstmal so machen, dass es nicht verbunden ist. Genau wie wir. Ah, da gucken wir gleich. So, das ist doof.
Und die hier auch noch verbinden. Kann ich da die reinpacken? Nee. Okay, da ist er schon mal voll. Dann schließen wir den ab, machen den da dran. Es liegt echt an den Greifarm, ne? Dass das immer im Stocken gerät. Dann sollten wir aber auch nach draußen den haben. Okay, mal gucken. Hier hinten kommt es auf jeden Fall an, 100%. Heißt, hier sollte sie eh gleich wieder staunen. Genau. Wir brauchen halt ziemlich lange, bis die fertig sind, die Dinger, ne? Wenn wir jetzt noch das hier überall reinklatschen. So, die mache ich jetzt noch händisch und die anderen ersetze ich dann. So. Die einmal weg und die hier weg. Die da weg. Die da weg. Die da weg. Sonst verlieren wir hier den Progress. Und bei den Dingern würde ich schon den Progress auf jeden Fall behalten. So. Zack. Da, 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 da. Mehr! Mehr! Hallo? Ah. So, dann kopieren wir uns das Teil. Dann kommt das dahin. Dann da. Wo ist denn ein Rohr im Weg? So. Hä? Why ist das da im Weg? Ach nö. Ah, ich kann hier was. Und hier. Eigentlich egal welchen wir nehmen, wir brauchen einfach nur einen. Ah, doch nicht so egal, weil wir müssen das ja auch richtig umdrehen. So, und wie wir sehen, Problem sind die Greens wieder. Also es wird wahrscheinlich nicht an sich an den Greens liegen, sondern einfach, weil wir davon deutlich mehr brauchen. Und die deswegen schneller verbraucht werden. Dann machen wir mal 400 Stück davon. Zack. Da, da, da. Wir können auch einfach super den ultimative Herztest machen, indem wir einfach wirklich alles anschließen und gucken, was passiert. Wir haben in der Zeit jetzt schon noch was schon den Barrels hier gesammelt übrigens, ne? Das ist schon heftig. Das ist halt trotz, also wir können selbst damit unsere Logistikroboter nicht mehr auslassen. Und ich dachte eigentlich, okay, damit könnte man die auslasten, aber never mind. Ja. Wir sind halt Greens, ne? Wenn wir das auch wieder alles beheben können quasi, dass das so einen Stau ergibt. So. Das ist fein, dass das die schnellen Dinger sind. Aber die anderen ist, dann ich finde halt immer noch 500 Bands. Aber ich hätte gerne als nächstes davon welche. Ich will mal so 600. Sobald die ready sind. Ich würde das, glaube ich, schon gerne upgraden, weil die relativ langsam sind. Also auf jeden Fall die grüne Seite. Eventuell sollte man auch die nicht auf jeweils einem Belt lassen. Was wir aber auch noch was machen können, ist, testen wir mal. Wenn wir das hier auch noch machen.
dass wir permanent da welche drauf liegen haben. Ich glaube, das ist ganz smart. Ja gut, das sieht hier jetzt nicht so ganz. Können wir so machen. Zack. Zack. Und zack. Damit sind unsere Greens übrigens auch schon fast zur Neige gegangen. Da, woran liegt's hier? Ist es einfach, weil wir nicht schnell genug quasi produzieren oder woran liegt es? Da haben wir auf jeden Fall genug. Oder sollen wir die hier rauslassen? Da müssen wir dann beobachten, ob wir dadurch, dass wir die anderen Sachen verbessern, ob da trotzdem schnell genug die Kupferkabel von reinkommen. Und ob wir die austauschen müssen. Wir können allgemein einmal kurz den hier machen. Die blauen zu den hier. So. Zack. Weil da sind die anderen jetzt zwar auch, aber es egal. Aber das Problem sind halt die roten, ne? Was ich noch machen könnte, ist das hier. Das ist, glaube ich, ganz fein. Das da kopieren. Zack. Weil die halt relativ lang. Okay, das liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach schon wieder ein paar Schokolade kriegen langsam. Das ist auch fein. Wie stark ist schon Probleme? Völlig okay, Alter. Das ist ja mal gar nichts. Dann kopiere ich das eben einmal. Und das hier ein. Scheiß auf die Radardinger. Wiederum, dass ich die da drin habe mit. So. Nehmen wir die auch einmal kurz raus hier. Einmal nur, dass sie schneller sind. Ich meine, wir könnten da ja auch die Speed-Module mit reinpacken. Aber da wir jetzt schon wieder ein paar Stromprobleme haben, würde ich das eventuell auf später verschieben. Gut, die können wir auch noch upgraden gerade. Ja, da, ach so, der grade die Dinger ja gar nicht ab, ne? Zack. Heißt nämlich für mich wieder, ich werde rauszoomen, mir meinen Ort der Begierde aussuchen. Nehmen es halt, weil das ist zum Beispiel das hier. Gehe da drauf, sage weg damit. Und hallo, du komisches Haar, was wir hier immer hinbauen. Das werde ich dann jetzt das ein oder andere mal wieder platzieren. Weil wir haben ja eh genug Solarpanel und alles da. Achso, das sind Bäume, die nur im Weg stehen. Das ist fein. So, der auch nicht gebaut. Zack. Der da auch noch hin. Denn der nicht bauen und der da nicht. Da, jetzt habe ich ihn. Das hier nicht. Und das hier raus. Genau wie das können wir auch schon mal rausnehmen.
Zack. Dann. Alle. Hops, das da. Und hier auch wieder rechtsklicken machen, dass er die erst gar nicht baut, die Dinger. Und hier ist ein Kupfervorkommen. Ja, das sollten wir erstmal so einbauen. Das ist, glaube ich, schlauer. So. Dann hier. Das hier raus. Und den da hinsetzen. Genau wie den dann. Ach ja. Das ist ein bisschen nervig da dran, aber ansonsten ist okay. So. Haben wir hier wieder welche. Genau, und das wollte ich auch noch dann quasi direkt fertig machen lassen. Und wir erkunden wieder ein bisschen mehr von der Welt hier. Das ist auch fein. So. Wieder drei neue Solardinger. Und das übrigens habe ich, wie gesagt, extra freigelassen, weil ich noch an die Ressourcen wollte. Und wie wir sehen, konnten wir sogar alles bauen. Und wenn wir da... genau, L drücken. Und wenn wir jetzt gucken, wir haben sogar noch Akkumulatoren und alles über. Ja gut, es werden natürlich noch welche hingesetzt, das ist ganz klar. Aber wir haben nicht so einen Stress wie sonst immer. Das war ja immer super ätzend. Das heißt aber, wir gehen hier schon wieder relativ weit raus. Also schön ab hier irgendwo müssen wir dann wahrscheinlich wieder Verteidigung mit dazu bauen. Ich würde auch hier gerne noch eine Reihe Solarpanel dran klatschen, aber dann meckern die wieder. Hier wollte ich auch noch weiter mit Solarpanel machen. Hier habe ich auch wegen Kupfer freigelassen. Aber da will ich jetzt erstmal mit der Verteidigung hier stehen lassen und dann später die Verteidigung wegmachen und dann hier. Weil hier würde ich gerne auf jeden Fall bis hier hin. Weil wenn wir quasi bis hier runter sind, kann nur noch von hier angreifen und dann sind wir hier safe drüber. Das heißt, wir können hier ohne Probleme einfach alles ausbauen. Und das ist so ein bisschen der Plan. Und deswegen setze ich auch die Teile hier immer, damit wir auch mit den Radaren... Das war falsch, weil ich einen Laserturm mit weggenommen habe. Den wollte ich nicht wegnehmen. Weil wir mit den Radaren natürlich dann auch immer weiter rauskommen und gucken können. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig. So. Zack, zack. Darf halt jetzt nur nicht so krass übertreiben. Und kann auch nochmal 20 davon hinbauen lassen. Weil nicht, dass wir dann das Problem kriegen, dass wir... Ich könnte eigentlich hier das auch voll machen, oder? So. Da werden nämlich die Roboter so für hassen, ne? Machen einmal kurz den hier. Dann zack. Das hier alles einmal kurz weg. Mache ich das gerade alles bei Nacht, weil das wäre eigentlich ziemlich dämlich. Sieht so aus, die Akkumulatoren entladen sich gerade, beziehungsweise. Oder füllen die sich gerade? Ich hoffe, die füllen sich gerade. So. Zack. Muss halt nur immer gucken, dass wir auch irgendwo anders noch Radar-Dinger haben, dass wir auch komplett in der Base immer alles sehen. Weil nicht, dass wir jetzt hier alles mit Solardingern vollklatschen und dann nirgendwo extra nochmal ein Radar mit hinklatschen. Weil dann wissen wir, wenn wir dann schon angegriffen werden und das in der Base ist, dann sehen wir das halt nicht, ne? Und das ist halt ziemlich meh. Weil wir wollen das ja eigentlich schon gerne wissen. Und so ist übrigens mit am einfachsten bauen, wenn das weg ist, weil dann muss man nicht erst das Tool nehmen, sondern kann einfach, wenn das noch Blueprints sind, einfach Rechtsklick machen und das deleten. Und das ist man halt immer so. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein. Nicht, dass man da einen Laserturm mit wegnimmt. Und zack. Da kommen schon welche. Und wir haben gerade keinen wirklichen Strom. Und das ist nicht so nice. Aber die gehen zum Glück hier hoch. Das ist fein, weil da brauchen wir keinen Strom. Dann würde ich hier eventuell aber auch direkt wieder Verteidigung mitsetzen. Ne? Uiuiui. Das ist übrigens gar nicht gut. Aber wir haben zum Glück noch ein bisschen Strom, dass die Dinger schießen. Dann... Nehmen wir uns doch mal die
und führen diese Reihe hier unten fort. Zack. 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 Und zack. So läuft es übrigens die meiste Zeit. Muss halt nur gucken, dass die mit dem Strom verbunden sind. Und irgendwann haben wir halt so viel Muni, die einfach im Lager ist. Weil, wenn wir die wegmachen, die ganze Muni erstmal ins Lager geht. Und dann holen die sich meist neue. Aber so ist das halt, ne? Wir haben jetzt schon wieder irgendwo Kampfkrieg. 300 noch was oder so Akkumulatoren. Oh, wir haben sogar diese Dinger, ne? Habe ich die mit eingestellt, dass wir die bauen? Da haben wir das. Ich glaube nicht. Ich bin mir unsicher. Wir produzieren vorsichtshalber nochmal hier welche. Einfach nur für den Fall der Fälle. Die machen wir auch wieder auf 2 Sechser. So. Aber wir haben das 1000 Blue-Dinger schon. Das ist ziemlich sick und nice. Das heißt, wir können einmal kurz zu unserer Forschung gehen. Auch wenn der Party schon wieder super lange wird. War gar nicht so lang geplant, aber okay. Ein paar Bluebells, aber ich laufe gerade durch und gleich werden die verteilt. Sobald ich einmal kurz anhalte. So. Und dann gehen wir irgendwo hier runter. Irgendwo, wo wir Platz haben. Deswegen will ich hier noch eigentlich nicht so gerne hin gerade, weil einfach alles blöd ist. Und dann machen wir hier nämlich. Der geht normal weiter. Und ja, der auch von mir aus. Und wenn es zu voll ist, dann geht's dahin, wenn die wirklich sich mal wieder, wenn die wieder zu voll sind mal. Was ich nicht glaube, dass das passieren wird, aber wer weiß. Das heißt, wir können den erstmal. Brauchen wir nicht. So können wir es lassen. Und ja, dann können wir davon wieder weg. Und da sollten wir eventuell sogar können wir davon welche bestellen. Wenn ja, wie viele? 20. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, genau. Oh Leute, ich habe davon auch noch so viele dabei. Oh, das wollte ich nicht. Ah. Sollte ja eigentlich genau aufgehen, ne? Nicht? Oh, noch zwei. Ach, hier sind noch eins dabei. Oder wusste ich nicht. Ja gut, besser einser als gar keiner, ne? Aber hier finde ich das schon, lohnt sich das auf jeden Fall. Auch wenn es so ziemlich langsam dadurch geht, aber Geschwindigkeit minus 15. Also wir können zwei rausnehmen, dafür den und ach, keine Ahnung. Wir können es auch einfach laufen lassen. Wir müssten die Geschwindigkeitsmodule auch eigentlich mal sagen, dass die geupgradet werden sollen. Können wir eigentlich auch im Lager machen, dann würde ich das, was wir jetzt haben, auch quasi deleten. Das hier weg. Das kann von mir auch stehen bleiben. Und dann machen wir das auch noch eben kurz einmal im Lager. Ich weiß nicht, für die Grünen glaube ich nicht, dass wir es machen. Was eigentlich sich gar nicht lohnt. So. Oh, okay, hier kriege ich gar nicht mehr so gut welche hin. Aber völlig fein für mich. Dann mache ich das nämlich so. Habe ich zwei Abstand, ne? So, eins, zwei. Zack. Und den habe ich auch gleich direkt daneben gebaut, ne? Genau. Und dann passen die auch alle direkt hier neben.
Wunderbar. Dann machst du die und du die. Oh. Nee, nicht ganz. Du machst das. Zack. Zack. Du bist für die Dreier. Da können wir aber auch auf zwei machen. Und du bist für die Zweier-Dinger dafür zuständig. Dann du das. Und du das. Und da hab ich schon wieder verklickt. Kann das nur zweimal miteinander direkt passieren? Alter. Es ist Rechtsklick, Tom. Rechtsklick und dann Linksklick. Rechtsklick und da. Dann Linksklick. Okay. Auch wieder limitieren. Wie gesagt, ich weiß nicht, dass da eventuell mal andere Sachen drin gelagert werden. Und das wäre nicht so nice. Zack, da kommen die Zweier rein. Hier kommen die Dreier rein. Die können wir auch wieder so limitieren. Ich kann auch den sagen. Cutten den mal eben. Und dann 1, 2, 3, zack. Dann cutte ich den und sag 1, 2, 3. Dann cutte ich den und pack den dahin. Dann kopiere ich mir den, pack den dahin. Dann ist, glaube ich, fein. Dann geht es auch ein bisschen schneller und ja. Warum habe ich die alle dabei? What the heck? Das kann auch alles weg, das da weg. Das da, das da. Das sieht doch schon wieder aus, mein Inventar, du wie Sau. Wie Sau. Aber da ist ja schon ein Problem. Das ist halt wirklich. Wenn man so wenig davon quasi produziert, ne? Ah, ist doch schön, ne? Wenn die Roten sich hier sogar stauen, alle. Das ist komplett volles. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Eventuell sollten wir. Das und das hier machen. Und die können wir auch noch mal so machen dann. Und dann den aber kurz wegmachen. Den erstmal einmal komplett aussaugen. Ziemlich viel. Und einmal Roboter abholen lassen. Auch wenn ich das manuell wegbringen könnte, aber Roboter ist auch viel cooler. Ich glaube, wir schaffen es übrigens auch nicht, unsere ganzen Roboter mal komplett dazu zu bringen, dass alle was zu tun haben. Dafür haben wir, glaube ich, einfach mittlerweile zu viele. So. Wieder auch noch weg. Hey. Das ist nicht nett. So. Machen wir denn hier das Ding, zack, so, da auch nochmal welche hinsetzen, so, okay, ja gut, das heißt, wir warten auf jeden Fall weiterhin um unsere Muni dann, und dann werden wir irgendwann richtig anfangen zu Artillerien, und wie das aussieht. Wir haben schon 300, fast 330 davon. Schon mal nicht schlecht. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Und wir müssen uns unbedingt nochmal um Green Circuits kümmern. Wir müssen die unbedingt noch erweitern dann. Aber ich würde sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen und ich hoffe, wir sehen uns auch dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.